Es ist der erste Tag schon vor der Woche und vom Jahr. Freut mich, dass Sie da mit dabei sind. Bei mir der Präsident der grössten Schweizer Partei, der SVP, der Toni Brunner. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Herr Brunner, gutes Neues übrigens. Gutes Neues, hast du auch wenn es genau, es geht gerade los politisch. Masseneinwanderungsinitiativen in 5 Wochen. Vielleicht jetzt meine erste Frage mal ein bisschen anders. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie würden Sie den Zustand der Schweiz beschreiben? 6. Ein 6. Ist das gut oder schlecht? Ja, es ist eben nicht ganz gut. Mhm. Vor allem ist der Trend von mir aus gesehen nicht gut. Nee. Okay. Man tut es zwar schön reden, aber wir haben ein paar Indikatoren, die darauf hindeuten, in diesem Staat läuft es ein bisschen verkehrt. Aber ist das gut, 6 eigentlich? Oder? Weil man hat bei der SVP immer das Gefühl, entweder es ist ganz schlecht oder ganz gut. Man weiß nie genau. Sind Sie ein bisschen stumm gewesen? Nein, ich habe gedacht, Sie nehmen keine Stellung. Es ist ja so immer ein bisschen jammern auf höherem Niveau, wenn man vergleicht mit anderen Staaten. Genau. Aber wenn man vergleicht, wo laufen sie, so mit den entscheidenden Parametern, hey, sind wir noch fähig in diesem Land, das Sozialwerk zu reformieren, haben wir die Auslagen oder die Ausgaben im Gesundheitswesen, im Sozialwesen noch im Griff? Oder? Jetzt, die neueste Zahl, die uns hier über Weihnachten nicht erfreut hat, 24'000 neue Angestellte im öffentlichen Sektor in den letzten 4 Jahren. Gut. Zusätzlich. Gut. Über das wollen wir reden, weil Sie werden ja noch mehr Kontingente einführen und das würde dann den Staatsapparat noch weiter auf. Ja, aber tun wir mal zum Schauen. Ein Befund jetzt von unserem Staat. Aus der Sicht von der SVP, ein junger Mann aus Ihrem Kreis, sagt Folgendes. In diesem Parlament ist bald jeder Politiker geschmiert, gezahlt und Korruption gedeiht dort, wo das Geheimnis regiert. Und die Bevölkerung hat das Recht darauf zu wissen, wer wird von wem gezahlt, wo wird geschmiert, wo wird beeinflusst, weil sonst sind wir am Schluss so weit. Die Bevölkerung geht zwar abstimmen, sieht ein schönes Plakat, aber am Schluss, was hier entschieden wird, entscheidet ganz andere Kräfte. Liegt er daneben, geschmierte, korrupte Parlamentarier, die Mehrheit? Nein, der Lukas Reimann ist ja nicht nur aus meinem Kanton, sondern auch von meiner Partei. Eben, und er tut da sehr pointiert zwar, aber er bringt es auf den Punkt. Die Entwicklung, die wir einfach feststellen im Parlament, da sind halt schon unglaublich. Im Gesundheitswesen sieht man viele Interessenvertreter, die Mandate sammeln und dann natürlich damit auch Lobbyisten werden. Gut, aber korrupt ist natürlich noch ein stärkeres Wort. Schauen wir noch etwas weiter in diesem Zusammenhang. Der Parteipräsident. Meine Damen und Herren, was wir hier erleben, ist eigentlich nichts anderes als Landesverrat. Was der Bundesrat hier tut, ist gegen die Interessen der Schweiz. Und Landesverräter, die darf man nicht machen lassen. Okay, an der Spitze von unserem Staat sind Landesverräter, sagen Sie, ist ein hartes Wort. Haben Sie sicher mit Bedacht gewählt? Wir können auf diese Frage im Jahr 2014, je nachdem, wie geschwind es mit den Verhandlungen mit der Europäischen Union vorwärts geht, darauf zurück. Ja, es ist darum gegangen, die institutionelle Anbindung, ich meine, das ist auch schon ein komisches Wort. Aber halten wir fest, Sie sagen, unser Bundesrat sind Landesverräter. Ja. Das Urgestein Ihrer Partei geht noch einen Schritt weiter. Er sagt Folgendes. Es hat Nazi gegeben, es hat Habsburger gegeben, es hat derjenige gegeben, die die Schweiz wollen erobern und bestimmen. Und jetzt haben wir hier die EU, die wollte uns mindestens vorläufig nicht erobern. Aber sie will hier bestimmen. Aber das ist mir gar nicht das Problem. Unsere selber machen es noch. Eben, wir haben also das ist ja schlimm. Die Schweiz verraten. Wenn Sie sagen, eben, Sie sind Verräter, Landesverräter. Nein, Sie Verräter brauchen noch einen subjektiven Tatbestand. Ich bin ja Jurist. Aber das ist Verrat, der Tatbestand vom Verrat. Nämlich gegen die Unabhängigkeit zu sein und mit der EU gemeinsame Sachen machen. Gut, also jetzt haben wir noch, er sagt im gleichen Atemzug, Nazi, Habsburger, EU. Also, das sind unsere Feinde. Zusätzlich zum Landesverrat. Also, das haben wir die EU noch definiert. Jetzt müssen wir noch das Volk definieren, aus SVP-Sicht. Ihre Initiativen sind abgelehnt worden, Ihre beiden. Volkswahl, Bundesrat und auch die Familieninitiative. Und in einer anderen wichtigen Abstimmung sind Sie auf der falschen Seite gewesen, bei der Minderinitiative. Das heisst, der Souverän hat Ihrer Meinung noch aufgesagt, oder? Man tut immer in der Schweiz, wenn man im Parlament nicht weiterkommt, den letzten Rat beim Volk abholen. Und das Volk entscheidet und nachher müssen die Ergebnisse akzeptiert werden. Das ist doch, wenn ein Volkswahl Bundesrat bei der Bevölkerung keine Mehrheit findet, ist doch das für uns kein Problem. Wir wollten ja mehr Recht geben. Das tut uns nicht so weh. Es geht mir um den Befund, dass offenbar das Volk aus ihrer Sicht auch nicht die richtige Entscheidung gefällt hat. Und wenn wir es jetzt dann noch mal anschauen, korruptes Parlament haben wir. Wir haben einen Bundesrat mit dem Status Landesverräter.
Wir haben eine EU, die findisch von der Schweiz. Wir haben souverän meistens gegen die SVP Anliegen. Und wenn sie dann Regierungsrat haben, sind die dann oft gegen ihre eigene Partei, weil sie jetzt Verantwortung übernehmen. Jetzt ist das immer noch 6. Aus ihrer Sicht müsste das ein Null sein. Nein. Wenn das stimmt, ja, wäre das ein Null. Sie haben ja da jetzt so ein paar Aussagen rausgepickt. Ja. Und die sind immer ganz konkret auf gewisse Punkte bezogen. Nein, ist allgemein. Korruptes Parlament, muss ich sehen, Bundesrat als Landesverräter. Der Verrat, der hat sich ja tatsächlich, und da hat Christoph Blocher auf den Punkt gebracht, darauf bezogen, wenn bei uns in der Verfassung steht, wir müssen einstehen für die Unabhängigkeit und Neutralität von dem Land. Und nachher geht man an und will sich binden an die Europäische Union. Und zwar auch nicht nur von der Rechtsentwicklung, dynamisch oder automatisch, wie man es auch immer will sagen, sondern sogar noch entscheiden lassen, der EU, der Europäische Gerichtshof, abschliessend, wenn es Strittigkeiten gibt. Das kann doch nicht der Ernst sein, dass das Schweizer ja Instanzen wollen. Das ist Verrat. Und jetzt muss man natürlich Gegensteuer geben. Die Frage wird auch am Schluss müssen durch den Souverän entschieden werden. Jetzt hat der Souverän immer recht. Sie haben sicher auch schon gesagt, da hat der Souverän jetzt aber falsch entschieden. Wahrscheinlich, wo die Ausschaffungsinitiative durchgekommen ist. Oder die Minarettinitiative. Da ist vielleicht aus ihrer Sicht der Souverän auch daneben gelegen. Aber nein, es ist halt so. Der Souverän hat abschliessend in der Schweiz das Machtwort. Er tut entscheiden bei Streitigkeiten, die das Parlament nicht abschliessend hätte können. Aber gut, dann haben alle unsere Kräfte im Land versagt, der Bundesrat, das Parlament und das Volk. Und jetzt frage ich Sie mal ganz generell, was halten Sie von Treu und Glauben, Herr Bonner? Ja, Treu und Glauben ist ja eigentlich, ich komme aus der Landwirtschaft. Mhm. Früher hat man Kälber und Kühe verkauft per Handschlag. Mhm. Und da ist Treu und Glauben dahinter. Okay. Und das ist eigentlich auch ein Schweizer Modell, dass man ja auch untereinander auch im Vertrauen darauf, dass das, was man abmacht, eingehalten wird. Das heisst aber, Sie wollen jetzt mit dieser Masseneinwanderungsinitiative den Vertrag brechen, den wir mit der EU haben, bei den Bilateralen. Das heisst, und sagen, wir brechen den zuerst, oder? Nein. Wir tun Personenfreizügigkeit verunmöglichen. Entschuldigung, kurz. Wir tun es verunmöglichen und dann gehen wir verhandeln. Ist das Ihre Art und Weise, wenn Sie einen Vertrag haben, dass Sie zuerst brechen und dann gehen Sie verhandeln? Wir haben hunderte von Verträgen mit der Europäischen Union. Man redet jetzt vor allem über die bilateralen 1, 2 und Personenfreizügigkeit und die, wo in der Öffentlichkeit. Aber es heisst doch nicht, dass ein Vertrag etwas statisch ist. Man kann doch jeden Vertrag unter gleichberechtigten Partner weiterverhandeln. Und wenn man sieht, dass er ein Problem bietet, das ist ja nicht einfach nur die Schweiz, die jetzt darauf kommt, dass Personenfreizügigkeit innerhalb von Europa seit dem Zweiten Weltkrieg die grösste Masse Bewegung, nämlich auch Wanderungsbewegungen von verschiedenen Staaten in andere Staaten ausgelöst haben, vor allem von den Ärmeren in die sogenannten Reicheren. Das sagt der David Cameron, das ist immerhin der Premierminister von Großbritannien. Also müssen wir doch schon irgendwo drüben auch sagen, wenn ein Problem rum ist, dann sollte man sich dem Problem doch annehmen dürfen. Und was machen unsere politischen Gegner, Herr Schawinski? Sie zucken mit den Schultern. Wir, die SVP, ist wenigstens eine Partei, die Lösungsvorschläge bringt. Was für eine Lösung? Nein, sie tun verhindern. Weil wenn das in der Verfassung steht, dann kann man keine Personenfreizügigkeit mehr. Und da frage ich Sie jetzt, Herr Brunner, sind Sie denn der Meinung, man muss jetzt von der Schweiz, wenn man das macht, wenn die Initiative angenommen wird, muss man die Bilateralen künden? Einfach weil sonst der Vertrag gebrochen ist. Nein, die Schweiz hat doch kein Interesse, dass die gekündet werden. Also tut es die Schweiz nicht machen. Nein. Aber tut einfach zuerst mal brechen? Nein. Verunmöglichen, dass er wissen umgesetzt Sie, wird? Was unsere Initiative es ist so auslöst? Es ist so. Wissen Sie, was unsere Initiative auslöst? Wissen Sie das schon? Wenn es ein Nein gibt, dann passiert nichts. Es läuft so ungebremst, masslos weiter wie bis jetzt, ohne dass die Schweiz kann in irgendeiner Form in diese Zuwanderung eingreifen. Wir können also heute nicht mehr selber sagen, wer darf in die Schweiz kommen und wie lange darf er da bleiben. Hat die SVP auch zugestimmt, als wir das eingeführt haben? Ja, das ist jetzt leider aber hier auch unter Fall. Das sind auch Vorspiegelungen von falschen Tatsachen. Wenn man gesagt hat, es können 6 bis 8'000 und es werden keine Wanderungsbewegungen. Ja, aber die sind also krass daneben. Ja, es ist auch eine Finanzkrise gekommen, die hat das auch nicht. Ich meine, Faktum ist 150 bis 160'000 pro Jahr. Dann gehen etwa 60, 70 retour und jetzt haben wir im Jahr 2013 80'000, 85'000 mehr als in den Durchschnittsjahr vorher Neuzuwanderung in die Schweiz. Und jetzt ist doch die Frage, was machen wir da? Ja. Wenn wir in Zukunft wieder selber können steuern, wenn wir können selber notfalls begrenzen, wenn wir ein bisschen mehr auf den Arbeitsmarkt können selektionieren, so wie es alle liberalen Staaten auf dieser Welt machen. Kanada kennt das Punktesystem, Australien kennt das System, das recht rigid ist.
Dort muss man Geld hinterlegen. Oder wenn man vom Staat abhängig wird, ist der Rückflug mit dem Geld wird kaputt. Aber wir sind ja im Rahmen von der EU da, und haben Vertrag mit der EU, wir sind nicht Kanada. Ich frage Sie, aber Ihre Initiative ist ja so gefasst, dass der Bundesrat innerhalb von 3 Jahren müsste er konkrete Massnahmen vorlegen, dann gibt es ein Gesetz etc. Das heisst, wenn sie angenommen wird, passiert viele Jahre eigentlich gar nichts. Und der Dieter Freiburghaus, emeritierter Politologe von der Universität Freiburg, sagt Folgendes. Das Parlament wird die Kontingente so hoch ansetzen, dass es weder für die Wirtschaft noch bei der Einhaltung der völkerrechtlichen Verpflichtungen ein Problem gibt. Das Parlament kann mit dieser Initiative ungefähr machen, was es will. Was sagen Sie denn zu dem? Wenn es ja so wäre, dann ist zum Beispiel die heutige Pressekonferenz, wo die verschiedenen Wirtschaftsverbände der Teufel an die Wand malen, wo sie sagen, wir können die Zukunft unsere Arbeitskräfte nicht mehr rekrutieren, löst sich ja die Argumentation in Luft auf, Nein, wenn das stimmen würde. Ja, was ist denn der Volkswille? Das heisst ja immer, bei der Umsetzung von einer Initiative muss der Volkswille umgesetzt werden. Was heisst denn das konkret bei Ihrer Initiative? Der Stimmbürger will, dass wir in Zukunft wieder können über die Zuwanderung selber bestimmen. Und das heisst ja, und das ist der grosse Unterschied zur heutigen Personenfreizügigkeit, da kann man nämlich überhaupt nicht mehr eingreifen. Da läuft auch die Zuwanderung in die Schweiz am Arbeitsmarkt vorbei. Sehr grosszügiger Familiennachzug. Jawohl, sehr grosszügig. Da kann sogar von einem Arbeitnehmer die Eltern von seiner Frau und die Eltern von ihm selber noch mitgezogen werden. Das ist eine sehr grosszügige Regelung. Jetzt zum Herrn Freiburghaus, der Politologe. Er sagt es natürlich richtig, wenn das Parlament den Volkswillen nicht ernst nehmen will. Der Volkswillen ist ja, wenn er unsere Initiativen annimmt, in der Tendenz klar. Man will nicht nur selber in Zukunft bestimmen. Aber konkret? Wie, was? Wir haben doch keine Zahlen geschrieben. Das wäre doch, Sie wären der Erste, der auf mich würde losgehen und sagen, sind denn eher noch Bachen, dass er eine Zahl in die Verfassung geschrieben hat. Wäre grundfalsch. Aber da frage ich Sie aber trotzdem, Ihre Meinung nach, oder? Masseneinwanderung. Ab welchem Punkt ist es Masseneinwanderung? Jetzt, schon der Ausdruck. Aktuell. Nein, aber ab welchem Punkt? Aber ab welcher Zahl ist es Masseneinwanderung? Sie kennen von mir keine Zahl. Logisch nicht. Und zwar, weil wir haben momentan Massenzuwanderung. Wir können es ist masslos geworden. Ja, wir können es nicht mehr steuern. Nein, aber tun Sie doch sagen, was massvoll wäre. Was wäre denn massvoll? Wenn uns gesagt wird, wir brauchen die hochqualifizierten Arbeitskräfte in der Schweiz. Und dann schaut man die Statistik an und sieht, von diesen 80'000 oder 85'000 letztes Jahr sind tatsächlich 42 von diesen Verfahrens- und Maschineningenieure gewesen. Und der allergrößte Teil ist Familiennachzug oder unbestimmte Beruf. Und wenn man dann noch sieht, dass bei unseren Nachbarstaaten zum Beispiel die Maturitätsquote zwischen 50 und 80% ist, dann nachher heisst es natürlich, der Schulabschluss wird genommen als hochqualifiziert. Dann ist sogar eine Prostituierte, die in der Schweiz arbeitet, ist am Schluss eine hochqualifizierte Arbeitskraft, weil sie einen Matura-Abschluss mitbringt. Das ist peinlich. Den Spruch haben Sie jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ja, aber dann ist nie wieder leid. Ja gut, dann kann ich auch sagen, ein Parteipräsident, der nicht eine Hochschulausbildung hat, ist ein zugewandert. Ja, ist aber gleich, aber ist nicht qualifiziert. Ja gut, das können Sie sagen. Aber das hat mal vor 40 Jahren, nein, vor 50 Jahren hat es mal... Man könnte sogar sagen, Herr Schawinski, jemand, der das Leben lang Piratenradio gemacht hat, am Schluss von seiner Karriere wieder bei der SRG oder SRF ist, der hat seinen Abschluss auch nicht richtig gewählt. Ja gut, von seiner Karriere. Da hat er sein Lebenswerk eigentlich zerstört. Im Gegenteil, ich habe geschaut, dass es eine Schweizer liberale Ordnung gibt. Und da, wo will ich eigentlich. Ja, und welche Partei hat sie immer unterstützt, wenn es um eine liberale Medienordnung gegangen ist? Sie haben gemacht, haben sie nicht. Vor 50 Jahren hat ein Schweizer Dichter mal gesagt: Wir riefen Arbeitskräfte, aber es kamen Menschen. Kennen Sie diesen Spruch? Ja, das ist natürlich so. Ich weiß nicht, wer den Spruch gesagt hat. Das ist ganz berühmt. Aber es ist ja ganz einfach. Das ist der Max Frisch. Menschen können. Und da hat er gesagt, wir wollen nur Arbeitskräfte dazumal mit diesen Saisonstatuten, wo die Familien nicht haben können zusammen sein. Und das wollen sie wieder einführen. Aber schauen Sie, das wollen sie wieder einführen, kurz, oder? Wollen sie es wieder kurz einführen? Arbeitsaufenthalter, das soll doch auch zugelassen werden. Und da ist zum Beispiel Saisonstatut für saisonale Branchen, zum Beispiel im Bau oder im Gastgewerbe oder in der Landwirtschaft durchaus eine sinnvolle Methode. 6
oder 9 Monate oder vielleicht noch 3 Monate, weil es gibt einfach Zeiten, wo Ernte ist. Es gibt Zeiten, wo mehr gebaut wird. Im Winter wird weniger gebaut. Ja, aber die, und das es kann gibt ja der Arbeitgeber, kann ja, die können ja Verträge machen, die so lang sind. Aber dass der Staat das soll machen mit einer Bürokratie, und da frage ich Sie nochmal, ich habe es am Anfang gesagt, dass der Staat da macht heute viel Bürokratie. Mit den flankierenden Massnahmen macht er heute erstens, Herr Schawinski, viel Bürokratie, indem er viel Kontrollen muss machen im Lohnbereich. Zum Beispiel sind Sie da dagegen? Ja, es ist einfach, das ist ein Folge von der Personenfreizügigkeit, dass man praktisch die, über die flankierenden Massnahmen tut, das schweizerisch, relativ schweizerisch liberale Arbeitsrecht vergewerkschaftlichen tut. Mit viel Kontrolle, mit viel Bürokratie. Und die gleichen Kreise können jetzt sagen, ein Kontingentsystem würde allenfalls Bürokratie verursachen. Nein, es ist doch richtig, dass man für gewisse Branchen auch darf, die saisonale Arbeitskräfte. Und warum ist es richtig? Ja, aber wer bestimmt es muss doch nicht jeder, der in die Schweiz kommt, Anspruch haben auf Niederlassung, auf Aufenthaltsrecht, auf Familiennachzug und Zugang an Sozialwerk. Aber AHV zahlen sollen und IV sollen zahlen. Weil ohne die wären unsere Sozialwerke stehen sie da. Aber dass Sie sehen, das gibt ein bisschen Probleme, wenn wir so Rolls-Royce-Sozialwerke haben im Vergleich zu anderen Staaten. Rumänien, Bulgarien, heute übrigens noch in einem Kontingentsystem gegenüber der Schweiz. In Bulgarien gibt es Monatslöhne von 150 bis 300 Franken. Dass die Leute, wenn sie irgendwo die Chancen bekommen, fast 4'000 Franken zu verdienen, sich auf den Weg machen. Das ist ja so gerne verständlich, aber dann müssen wir doch auch schützen, dass unsere Sozialwerke nicht ausgenommen werden, weil sie zahlen, sie werden ja nicht zahlen, ausgenommen. Alle zahlen. Ja, wir zahlen, aber zahlen es ist ja nicht mehr. Recht, wenn aber jemand 40 Jahre eingezahlt hat. Es ist nicht recht, wenn er 40 Jahre eingezahlt hat und derjenige, der am ersten Tag, wenn er nur ein Jahr innerhalb der EU gearbeitet hat, am ersten Tag der Probezeit auf die Straße gestellt wird, hat er Anspruch auf die Arbeitslosenversicherung. Das kann man ändern, das wird man ändern. Ja, dort müssen wir aber nachverhandeln mit der Personenfreizügigkeit. Nein, das wird jetzt auch in England so. Aber haben Sie nicht das Gefühl, Herr Brunner, dass unser Hauptproblem nicht in erster Linie die Zahl der Ausländer ist, sondern die demografische Entwicklung, dass immer ein kleinerer Teil von der Bevölkerung schafft. Das heisst, dass immer weniger Leute da sind, die eigentlich unser Volksvermögen erarbeitet und dass man nur mit Einwanderung das Schiff nicht zum Kentern bringt. Ja, es ist jetzt einfach noch interessant, woran läuft denn die Zuwanderung? Ja. Sie läuft eben der Industrie und der Werkplatzschweiz, eigentlich so ein bisschen die produktiven Arbeitsplätze, die gehen zurück. Obwohl wir so viele Arbeitsplätze anbieten in der Schweiz, wie noch nie in der Geschichte von unserem Land. Das ist die Entwicklung von jeder entwickelten Wirtschaft. Ja. Aber was vor allem was tut Ihnen eigentlich am meisten weh? Was tut Ihnen am meisten weh? Also die Linken sind natürlich klar gegen sie. Aber auch auf der rechten Seite, ganz recht aussen. Also Bauernverband ist gegen die Initiative. Gewerbeverband. Die FDP, Liberale Partei, mit denen sie ja flächendeckend Listenverbindungen machen 2015. Welches Nein tut ihnen am meisten weh? Also der Bauernverband wird pulverisiert durch seine Parolen vom Schweizerischen Verband, durch die eigenen Mitgliedersektionen. Zürich, Aargau, Bern hat Ja-Parole zur Massenzuwanderungsinitiative. Aber immer an der Spitze sind ja Leute, die gewählt wurden. Ja, also, ich sage nur, die kantonalen Verbände stellen sich gegen den Schweizer. Das ist ja bei Ihnen in der Partei. Im Gewerbeverband, da muss ich noch diverse Ausmarkungen gehen, auch in die kantonalen Sektionen. Da ist das letzte Wort auch noch nicht geredet. Und bei der FDP, da staune ich über den Präsidenten, Herrn Müller, der mal eine 18%-Initiative gemacht hat, wo heute zu einer, sage jetzt mal, ein bisschen grosszügig 25%-Initiative Nein sagt. Weil mit unseren Initiativen können wir wenigstens in Zukunft noch steuern. Ich wiederhole, das ist der grosse Unterschied zur Personenfreizügigkeit heute. Das haben Sie gesagt. Und dass wir in Zukunft das auch können, müssen wir doch mit der EU am Tisch sitzen und über die Personenfreizügigkeit verhandeln. Also, das ist das Prinzip, das ist das Problem mit der EU. Aber die Wirtschaft ist ja geschlossen. Sie haben erwähnt, heute sind sie alle angesessen und so, gegen ihre Initiativen. Und da frage ich mich, weil für Sie ist jetzt die Wirtschaft das Feindbild, wann fusionieren Sie mit der JUSO? Sie haben ja fast die gleiche Sprache gegenüber der Wirtschaft. Nein, man muss nicht in diesen einzelnen Themen. Ja, das ist jetzt das wichtigste Thema. Das ist das zentrale Thema. Hat gestern Conny Humler hat auch einen sehr guten Artikel geschrieben. Es hat Wirtschaftskapitäne, es hat aber auch aus der Wirtschaft heraus die Stimmen, die man hören darf, die jetzt sagen,
Wir haben das Problem in der Schweiz. Kein einziger Unternehmer ist gekommen. Ja, sie sagen es vielleicht nicht öffentlich. Aber, wieso nicht? Ich meine, sie kennen ja, wir haben auch grosse Unternehmer innerhalb von der SVP Schweiz, die anstehen, die sagen, jawohl, Tiziani zum Beispiel, ein Bauunternehmen, wir haben übertrieben. Es ist richtig, wenn man korrigierend eingreifen kann, zum Beispiel, wenn es eine überhitzte Konjunktur ist, dass man auch müsste von Seiten des Staates ein bisschen bremsen, dass man am Schluss nicht alle Leute in den Sozialwerken hat. Man hat doch nicht, wenn man sich aus 500 Millionen. Arbeitslose. Herr Schawinski, wenn man sich aus 500 Millionen weniger kann bedienen. Arbeitslose wäre schon schlimm, das würde heißen Überhitzung. Aber ich frage Sie etwas anderes noch. Sie waren ja früher in dieser Partei mit dem Holz zusammen. Sie haben jetzt den Stil gewechselt. Sie haben jetzt ein neues Plakat. Und ich komme da nicht recht raus. Und die meisten Leute auch nicht. Können Sie ein kleines Erklärstück geben, was das überhaupt soll? Also, das ist ja das Bäumli, das Sie kennen. Das Bäumli? Das war eigentlich eine Vorkampagne von der Economy Suisse, nämlich von den Dachverbänden der Wirtschaft, die jetzt seit Jahren immer mit dem Bäumli Kampagne macht. Man erntet, man erntet. Also schauen wir es doch an. Der Baum schlägt jetzt zurück. Hier ist, da kommt das der andere Bäumli am Hodl. Ja, sie machen jetzt weiter. Und das, wenn Sie nochmal geschwind retour. Ja, ich weiss schon, das haben Sie lieber gesehen, klar. Weil die Wurzeln von dem Baum, wo wir immer noch geerntet haben, die schlägt jetzt zurück. Aber das muss man also erklären. Also sie tun die Schweiz verdrücken. Und es heisst ja, Masslosigkeit schadet. Es ist im Leben wie überall. Wenn man übertreibt, dann nachher wird es sich platt zum Schlechten aber ich wenden. Ich habe Sie ja gefragt, wie viel und ist masslos? Und Sie haben keine Antwort. Die Schweiz kommt da in Würgegriff. Ja. Jetzt, das, was jetzt abgeht, es ist doch masslos, wenn man feststellen in den letzten 5-6 Jahren, eine halbe Million mehr Leute in dieser kleinen Schweiz. Und wenn ich irgendwo mit jemandem rede, dann sagt er, es ist eigentlich wirklich verrückt. In der Schulklasse, bei mir, wo mein Kleiner in die Schule geht, hat es mehr Ausländer als Schweizer. Es ist in den Zügen überfüllt. Es ist auf den Strassen überfüllt. Ja, das Argument kennen wir. Mieten im Grossraum Zürich sind am Explodieren. Und jetzt müssen doch Sie nicht kommen, sagen, wir haben kein Problem. Eigentlich sagt sogar jeder, sogar die, die heute eine Pressekonferenz haben, ja, wir haben das Problem. Aber sie sind nicht bereit, Konsequenzen zu ziehen und das Problem zu lösen. Wo? Sondern wissen Sie, was eure Lösung ist? So. Nein. Man tut mit den Schultern. Ich würde Ihnen noch der SVP mal zugestehen, dass wir eigenständige Lösungen Ich habe das Gefühl, Sie haben den Finger auf einen emotionalen und vielleicht auch wunden Punkt gelegt. Und dass jetzt die Sensibilität gewachsen ist in dem. Und dass Sie eigentlich nur darauf hoffen, dass Sie knapp verlieren. Und dass Sie es können. Sie haben nämlich Angst, wenn Sie gewinnen würden, was dann würde passieren. Also, weil niemand weiß, was dann passiert. Also, erstens mal, es ist natürlich so, wer gewinnt, der trägt Verantwortung. Mhm. Das ich bin mir auch was bewusst, das heisst, dass wenn wir würden gewinnen, dass nachher jeder Einzelne, der entlassen würde, uns in die Schuhe geschoben wird. Auf das müssten wir uns auch, da brauchen wir einen breiten Rücken. Aber was muss der Bundesrat machen? Wenn es ein Ja gibt zu unseren Initiativen, mit Brüssel zusammensitzen, aufzeigen, und wir können es ja beweisen, die Schweiz ist das Land in Europa, wo das grösste, wenn man es messen, anhand der Einwohnerzahl, die grösste Zuwanderung hat. Und es ist ja auch für die Europäische Union nicht gesund, wenn sie die Arbeitskraft verliert, die sie auch bräuchte. Also ist es doch aber im gegenseitigen Interesse. Der Herr Cameron hat ja gesagt, innerhalb von Europa. Ja, aber Herr Cameron, Angst. Rumänien, Bulgarien, kommt ja alles erst noch dazu. Die Engländer fahren immer ein extra Zügel und die wollen eigentlich aus der EU rausgehen. Aber ich frage Sie etwas anderes. Wenn einer von Ihren absoluten Figuren, die Sie jetzt im Vordergrund bringen, wie der Herr Thomas Minder von der Minderinitiative im Ausland Arbeitskräfte sucht, sagen Sie, geografisch gesehen ist das verständlich, weil er in Schaffhausen ist. Ja, ist es auch. Ja, wo ist denn der Gürtel? Wie weit ist denn der Gürtel, der neue Regeln wer ja unsere Initiative gelesen hat, oder? Das ist auch, es wird immer da auch von unseren Gegnern mit Wörtern operiert, die sie ja genau wissen. Unsere Initiative will die Arbeitskräfte, die die Schweizer Wirtschaft braucht. Aber wir müssen auch können sagen, jetzt passet auf, mit mehr rekrutieren, will. Ihr könnt euch schon bedienen bei 500 Millionen. Aber wenn ihr es nicht mehr brauchen könnt, dann landet es nachher in der Schweizer Sozialwerk. Und dann zahlt ihr über die Arbeitslosenversicherungen, über die Invalidenversicherungen, über die Sozialleistungen in den Gemeinden, zahlt ihr dann die Beiträge. Aber der Herr Minder sucht genau im Vorfeld für Ihre Initiative, für seinen Laden. Das heisst, im Prinzip hat er eine Meinung, aber wenn es zu seinem Nutzen ist, macht er etwas anderes wie der Herr Fehr, der Hans Fehr. Ja, ich muss nicht die Verantwortung für den Herrn Minder übernehmen. Er ist parteiloser Ständerat. Er hat eine klare Meinung in dieser Frage. In der Abstimmungszeitung ist er der grosse Star. Ja, er ist auch einer, der unerschrocken zu seiner Meinung steht. Ja. Auch einmal ansteht, wenn es unbequem ist.
Und ich liebe so Typen, die sich da nicht einschüchtern lassen, weil der Herr Minder wird jetzt natürlich auch geächtet, wie jeder, der sich ein bisschen rausgetraut. Der Ständeratspräsident Germann hat einen Rüffel bekommen, wie eine Sonntagssitzung. Aber was meinen Sie jetzt, was der Hans Fehr gemacht hat, wo der Präsident ist von der Ahrens, Chef von ihrer Kampagne? Sie ihn selber fragen. Ja, wir haben ihn nicht. Ich bin nicht in Eglis Audi heim und habe das auch nur aus der Zeitung mit. Nein, das ist schwach. Sie müssen, Sie müssen auch da dazu eine Meinung. Also schauen Sie, letztlich hat er sich da dazu geäussert. Nämlich wie? Er hat gesagt, wir haben einen Fehler gemacht. Nein, das ist auch Grösse. Am Anfang, nein, das ist nicht Grösse. Das ist Grösse. Am Anfang hat er gesagt, das ist ein Bagatell, ein Liebesdienst etc. Ja, offenbar ist das an dieser Straße. 50 Nötli und 100 Nötli. Aus Amts sind das alle. Aus Amts. Auch zum Beispiel ein SP-Politiker. Aber der war einfach nie ein Thema. Ihr könnt halt gerne euch ein bisschen fokussieren auf die kleinen Schwächen im Leben von Politikerinnen und Politikern, die SVP. Sind das kleine Schwächen? Ja, schaut mal selber so, ins Spiel. So jeder hat doch Schwächen. Gut. Aber wenn man so klare Meinungen gegen aussen vertritt, haben Sie nicht das Gefühl, man hat eine größere Verantwortung, dass man es dann auch selber für sein eigenes Leben gültig hat und nicht nur einfach verkündet? Ja, aber also wenn Sie es... Was ist da? Der sogenannte Tatbestand ein bisschen grösser sein, dann muss man ja so sagen. Gut, Sie sind jetzt hier auf etwas umreiten, wo... Es ist kein Charakterproblem. Nein, wir hatten sogar eine Diskussion im Bundeshaus, wo dann nachher gesagt worden ist, ja gut, also stimmt, die Untergrenzen ist aufgehoben worden, auch für den Klinschbeträge müssen AHV abgerechnet werden. Haben nicht einmal alle Politiker im Bundeshaus gewusst. Das Zweite, was dazu kommt, dann hat es mal einer gesagt, ja, meine Babysitter, ja, ist noch gut. Okay. Also nur zum Sagen, also, Sie dürfen wahrscheinlich in allen Parteien und überall schauen und müssten am Schluss noch, wenn Sie irgendwo einen Studen haben geschnitten, das auch noch über die AHV abrechnen. Und am Schluss müssen wir es ja irgendwo... Nein, das sind keine Sprüche. Okay. Herr Lawinski, wir sind am Schluss von dieser Sendung. Sind danke vielmals. Aber wichtig ist, ein Ja zur Massenzuwanderungsinitiative. Okay, das haben Sie jetzt gesagt. Wir werden übrigens darüber in Duellform vor der Abstimmung nochmal da diskutieren. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie gekommen sind zum Anfang von dem Jahr. Morgen Abend das Jubiläum, ein ganz seltsames Jubiläum. Eine Sendung gibt es 40 Jahre, Kassensturz. Morgen exklusiv und Spezialsendung Kassensturz am 5. ab 9. Danke vielmals, dass Sie dabei waren. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.